Also, ich mache hier mit dem besten Hund der Welt einen Katzentest. Im Moment ist er ganz hin und weg, dass er wieder mal raus darf an der Leine. Er geht super an der Leine, er zieht kein bisschen, er geht sowas von perfekt bei Fuß, dass ich nicht weiß, wo er das über Nacht gelernt hat. Er läuft mittlerweile in unserer großen gemischten Gruppe und ist der fröhlichste Hund von allen, wird von allen geliebt. Sie spielen mit ihm, sie lecken ihm die Lefzen und er ist einfach ein Schatzi. So, ich sehe schon ein Kätzchen, das da im Körbchen liegt. Und wir gehen jetzt einmal näher. Ich lasse ihn noch ein bisschen schnüffeln hier. Da ist unsere Katze. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Gesehen hat er sie. Eindeutig hat er sie gesehen. Jenny, Gustavo. Ja, Kätzchen. Zwei haben wir da. Da liegt noch eine. Die ist nicht so ganz sicher und fest. Aber schauen wir mal. Ja, unser grauer Kater wird immer besser. Und der Gustavo freut sich. Ist ja gut, kleines Kätzchen. Muss dich nicht fürchten. Papa Gustavo oder Onkel Gustav, der macht das schon. Ne? Also unser grauer Kater wird immer besser, muss ich sagen, im Katzentest. Der hat sich jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht bewegt. Und Gustavo hat hier, Schätzi, lach mal da hinein in die Kamera und sag, hallo, ich mag auch Katzen. Nicht nur Hunde und Menschen, ich mag auch Katzen. Ja, sowas. Hallo Deutschland. Guten Morgen Deutschland. Also, ich denke, er hat mehr als bestanden. Und hoffentlich kriegt er, ist das der Startschuss für ihn. Zu einem netten Plätzchen, ja, das er mehr als verdient hat.